Servus Technikfreunde, ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Heute geht es um die Netzvorrangschaltung. Die ist dafür gedacht, wenn ein Stromausfall stattfindet, dass automatisch umgeschaltet wird auf Batterieversorgung. In meinem Fall möchte ich hier mein Aquarium absichern, dass den Tieren nichts geschieht. Wenn du das nachbauen möchtest, wenn dich das interessiert, bleib dran. Nach dem Intro geht's gleich los damit. Viel Spaß! Wie ich im Intro schon angesprochen habe, haben wir eine primäre Seite und eine sekundäre Seite. Und die primäre Seite ist dann also über 220 Volt. Das interne Netzteil wird mit Strom versorgt, ist ein 24 Volt Netzteil und erzeugt dann Gleichstrom 24 Volt. Sollte der Strom ausfallen, dann soll hier über die beiden Kabel direkt von der Batterie, zum Beispiel mit dem dazwischen geschalteten Step-Up-Converter, die 24 Volt alternativ eingespeist werden. Dann haben wir hier noch USB-Buchsen, um auch noch Verbraucher mit Strom zu versorgen über USB, und das DSP5005, einer meiner Lieblingskomponenten, ein cooles Labornetzteil, das man auch hier entsprechend noch dazu schalten kann. Hier oben haben wir die ganz normalen DC-Stecker, die man so kennt, und der mittlere ist mit dem DSP5005, genau wie die Buchsen hier, parallel verbunden. Also ich kann entweder den Strom hier abgreifen oder hier vorne an den Buchsen, und die beiden links und rechts sind einfach durchgeschleift, die 24 Volt. Und wie sieht das Ganze jetzt nun von innen aus? Nicht erschrecken. Wir haben hier das angesprochene Netzteil mit 24 Volt, das auch hier das Relais antreibt. Sollte der Strom ausfallen, fällt das Relais ab und es wird eben umgeschaltet hier auf die Batterieversorgung. Hier haben wir noch einen großen Elko, der bei dem Umschalten von dem Relais eine kurze Spannungslücke kompensieren kann, weil das Relais nicht so schnell schaltet, jetzt vielleicht wie ein MOSFET. Aber hier für die galvanische Trennung war das jetzt in dem Fall für mich einfacher zu realisieren mit dem Relais als mit einer Transistorschaltung. Genau, dann würde ich jetzt sagen, erkläre ich euch jetzt nochmal das Funktionsprinzip anhand von iCircuit, einer Simulationssoftware für elektrotechnische Schaltung, und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, hier seht ihr nun die Netzvorrangschaltung in iCircuit. Das ist die Windows-App-Variante. Es gibt auch eine Variante für den Mac. Die funktioniert meines Erachtens ein bisschen besser. Ich habe mir beide Varianten gekauft, für Windows und für Mac. Und ja, ist eigentlich eine ganz schöne Anwendung. Aber wie gesagt, für den MacBook funktioniert sie ein bisschen ausgefeilter. Wir sehen jetzt, dass die Netzprimärseite aktiv ist, das heißt, unser eingebautes Netzteil wird mit Strom über die Steckdose versorgt und das Relais wird auch darüber mit Strom versorgt und ist geschaltet. Der Mittelkontakt, also dieser Wechselkontakt, ist umgeschaltet hier auf diese Seite und versorgt jetzt unseren Verbraucher mit Strom. In meinem Fall ist es das Aquarium, wo ich die Aquariumlampe und die Pumpe mit Strom versorge. Hier parallel zur Spule von dem Relais ist eine Diode in Sperrrichtung eingebaut. Das nennt man dann eine Freilaufdiode, um einfach die Induktionsspannung, die beim Abfallen der Spannung von dem Relais entsteht, über die Diode zu vernichten, damit nicht andere Komponenten in der Schaltung beschädigt werden durch die induzierte Spannung. Da könnt ihr zum Beispiel eine 1N4007 verwenden. Das ist eine ganz normale Standarddiode. Das Relais ist mit 24 Volt ausgelegt, weil meine gesamte Schaltung auch mit 24 Volt ausgelegt ist. Das ist deswegen, weil der größte Verbraucher hier meine Aquariumlampe mit 24 Volt betrieben werden muss. Deswegen habe ich alles auf 24 Volt auch ausgelegt. Das Relais hat zwei Wechselkontakte, um später, das sehen wir dann auch noch, die rote LED hier zu aktivieren. Die zwei Leuchtdioden habe ich deswegen eingebaut, um zu signalisieren, über welche Seite man aktuell den Strom bezieht.
Aktuell sehen wir, die Netzprimärseite ist aktiv, deswegen leuchtet hier die grüne LED. Und davor schaltet ein 2 Kiloohm Widerstand, um die LED zu schützen. Parallel zum Verbraucher habe ich noch einen großen Elektrolytkondensator, das nennt man dann einen ELKO abgekürzt, eingebaut, um Spannungsschwankungen für den Verbraucher auszugleichen. Warum habe ich das gemacht? Ganz einfach, das Relais schaltet nicht so schnell wie ein MOSFET. Und um diese kurze Lücke zu überbrücken, habe ich diesen ELKO hier mit 10 mF eingebaut. Warum haben wir hier diese Sperrdiode eingebaut? Ganz einfach aus diesem Grund, wenn die Spannung abgeschaltet wird, entlädt sich der Kondensator und würde sich dann ohne diese Sperrdiode hier zurück über den Kontakt, dann über die Spule auch entladen. Das heißt, das Relais mit Spannung versorgen und das Relais würde verzögert abschalten und die Batteriesekundärseite würde dann verzögert erst zum Tragen kommen. Deswegen habe ich hier diese Sperrdiode eingebaut, damit natürlich der ELKO nur den Verbraucher hier mit Spannung versorgt und nicht das Relais. Ich kann euch das dann auch gleich mal demonstrieren, wenn man diese Sperrdiode nicht aktiv hätte, mit diesem Schalter, was dann geschieht. Aber schauen wir uns doch jetzt mal an, was passiert, wenn ich die Netzprimärseite ausschalte. Also damit simulieren wir jetzt einen Stromausfall, einen Blackout, was dann geschieht. Ich schalte den Schalter aus. Und ihr seht, die Batteriesekundärseite ist jetzt aktiv. Weil die Netzprimärseite nicht mehr das Relais mit Spannung versorgt, ist der Kontakt abgefallen, hat umgeschaltet und deswegen wird jetzt der Verbraucher über die Batteriesekundärseite mit Strom versorgt. Jetzt seht ihr auch der zweite Wechselkontakt, für was der gut ist, eben um hier die LED jetzt über die Batterieseite mit Plus hier mit Spannung zu versorgen. Sie leuchtet und dadurch signalisieren wir, die Batteriesekundärseite ist aktiv. Wenn man jetzt keine LEDs eingebaut hätte, bräuchte man nicht ein Relais mit einem Zweifachwechsler, dann würde auch ein Einfachwechsler reichen. Aber der Zweifachwechsler ist deswegen notwendig, um hier die rote LED zu betreiben. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal an, was passieren würde, wenn man diese Sperrdiode hier, da könnt ihr zum Beispiel eine Schottky-Diode SB540 verwenden. Also wir haben einen Spannungsabfall nur von 0,4, 0,48 Volt hier über diese Diode im Gegensatz zu einer normalen Diode mit 0,7 Volt. Diese Schottky-Diode hat auch noch den Vorteil, dass sie große Ströme bis 5 Ampere vertragen kann. Und weil hier natürlich sie in Reihe mit dem Verbraucher geschaltet ist, also der komplette Strom auch über diese Diode fließt, kann man da nicht eine ganz normale kleine Diode wie diese 1N4007 verwenden, sondern muss eine größere Diode, die mehr Strom verkraften kann, einbauen. Deswegen habe ich die Schottky SB540 hier verbaut. Dann schalte ich jetzt nochmal um auf die Netzprimärseite. Und aktiviere diesen Bypass, indem ich diesen Schalter hier schalte. Dadurch deaktivieren wir diese Diode. Und wenn ich jetzt den Schalter öffne, könnt ihr mal sehen, was passiert hier mit dem Kontakt von dem Relais. Also ihr habt gesehen, es hat verzögert abgeschaltet, weil der ELKO dieses Relais noch mit Spannung versorgt hat, weil die Sperrdiode hier nicht eingebaut ist. Vielleicht war der Effekt jetzt ein bisschen kurz, deswegen werde ich den Wert von dem ELKO mal, um das zu demonstrieren, erhöhen. Ich erhöhe den Wert jetzt mal auf 1 Farad. Also das ist jetzt ein rein fiktiver Wert, diese 1 Farad. Das kann man so in der Realität nicht erreichen. Aber um das zu demonstrieren, ist es ganz gut. Ich öffne jetzt nochmal den Schalter und dann könnt ihr mal sehen, was passiert. Ja, also ihr seht jetzt, der Verbraucher wird eine ganze Zeit lang hier über den ELKO entlädt sich nach und nach, die Spannungen sinken langsam ab, aber die ganze Zeit ist jetzt noch
der Kontakt hier angezogen, weil das Relais auch noch hier zurück von dem Elko mit Spannung versorgt wird. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir möchten natürlich gleich, wenn die Netzprimärseite ausfällt, dass die Batteriesekundärseite zum Tragen kommt. Deswegen brauchen wir hier diese Diode. Ich trage hier mal wieder einen normalen Wert ein, den ich auch verbaut habe, die 10 mF. Und schalte mal wieder die Netzprimärseite aktiv. Ihr seht, das Relais hat angezogen. Der Verbraucher wird über die Netzprimärseite mit Strom versorgt. Und jetzt schalte ich nochmal aus. Das Relais fällt ab. Und die Batteriesekundärseite versorgt unseren Verbraucher nun mit Strom. Ja, ich hoffe, der kurze Einblick in iSocket hat euch gefallen und ihr versteht nun, wie die Schaltung genau funktioniert. Ich habe das jetzt hier mal aufgebaut, um euch das mal zu demonstrieren. Hier habe ich eine DC, also eine Gleichstrompumpe, wie sie auch in meinem Aquarium drin ist. Das war Voraussetzung natürlich, weil ich möchte keine Wechselstrom-Aquariumpumpe schalten müssen, wo ich vielleicht auch noch von der Batterie vorher noch einen DC-AC-Konverter dazwischen schalten muss. Da habe ich ja nur unnötige Verluste. Wenn ich direkt Gleichstrom schalten kann, ist es natürlich viel einfacher. Mal einen Deckel drauf, damit hier nichts unter Wasser gesetzt wird. Und hier oben habe ich jetzt die Pumpe angeschlossen. Die hat hier die entsprechende DC-Buchse. Auf den Stecker ist ja hier mit meinem DSP5005 verbunden. Da habe ich 7,5 Volt eingestellt. Die Pumpe geht von 6 bis 24 Volt, aber 7,5 Volt haben sich in meinem Aquarium als die beste Spannung für die Pumpe erwiesen. Genau, hier angeschlossen jetzt ans Netz und über die Seite hier mit meinem Labornetzteil speise ich direkt 24 Volt ein. Dann schalten wir mal das DSP5005, den Ausgang, aktiv. Die Pumpe läuft. Ampere fließen, Leistungsverbrauch 2,4 Watt bei 7,5 Volt und die Primärseite ist aktiv. Wenn ich jetzt mal den Strom ausschalte hier, ja, das seht ihr. Manchmal ist dieser Elko doch noch ein bisschen zu unterdimensioniert. Das DSP5005 wurde doch resettet leider. Deswegen wäre es wahrscheinlich besser, wenn ich die Aquariumpumpe dann hier an 24 Volt anschließe und da einfach einen Step-Down-Konverter noch dazwischen schalte. Weil das mit dem DSP5005, das ist jetzt schön, dass ihr es gesehen habt, dann leider doch nicht immer funktioniert. Das können wir jetzt noch mal ein paar Mal wiederholen. Da seht ihr, dass es im Grunde doch eigentlich in den meisten der Fälle funktioniert. Ich habe jetzt wieder den Ausgang aktiv geschaltet. Jetzt schalte ich den Strom aus. Und ihr seht, diesmal hat es geklappt. Ja. Ich schalte mal wieder an. Wieder aus. Nochmal an. Nochmal aus. Also ihr seht, das mit dem DSP5005, ich weiß auch nicht, ob das im Dauerbetrieb laufen sollte, um eine Aquariumpumpe 24 Stunden, 7 Tage die Woche mit Strom zu versorgen. Da wäre es wahrscheinlich besser, wenn ich hier auf den 24 Volt Ausgang gehe mit einem Step-Down-Konverter, um dann meine 7,5 Volt für die Aquariumpumpe entsprechend rauszubekommen. Aber das DSP5005 macht trotzdem Sinn. Weil man nochmal ein schönes Netzteil hat, Labornetzteil, hier kann man seine Bananenstecker anschließen mit Krokodilklemme oder was auch immer und kann beliebige Spannung, die man haben möchte, abgreifen, auch wenn ein Stromausfall ist. Und jetzt würde ich sagen, schließen wir das Ganze mal unter meinem Tisch an und verbinden die Kabel fürs Aquarium damit. Ja, willkommen unter meinem Schreibtisch, wo ich das natürlich jetzt montieren möchte. Ich habe hier schon einen Kabelkanal vorbereitet, hier die ankommenden Leitungen von der Batterie mit Klemmen. Und hier habe ich schon mal
die Löcher vorgebohrt und Dübel reingemacht. Genau. Ja, und hier soll es jetzt so hinkommen. Dann montiere ich das jetzt mal. In dem Fall habe ich jetzt gerade nicht aufgepasst. Ich hätte natürlich vorher besser die Batterieversorgung abklemmen sollen. Aber man sieht, der Strom kommt an. So, die Grobinstallation ist nun abgeschlossen. Die Feinarbeiten mache ich im Nachhinein. Das kann ich nicht mit der Kamera noch dabei. Dann mache ich hier die Kabel ordentlich. Aber ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.